Aber ist ja auch real. Gut, so hier haben wir jetzt, da kannst du denn hier so schlafen, ja. Aber wie gesagt, das ist alles mit Büchern, also das ist auf Lernen ausgerichtet, auf dieses Wissen, was sich hier in dieser großen Bibliothek befindet. Ja, und somit habe ich hier auch beide Räume. Also hier hinten sind auch noch mal zwei Räume. Hier, ja, siehst du, das hier unten also nur mit dem Lernen zu tun hat. Da hinten hat dann einer hier schlafen, der hatte dann da noch ein Bett. Und hier ist eigentlich nur Lernen angesagt. Dazu sind ja die Menschen auch zu faul. Ja, Studierte sind schon blöde studiert, die wissen auch nicht mehr. Aber ist ja auch real. So, dann haben wir hier. Na, heutzutage musst du ja nicht mehr in eine Bibliothek gehen. Ich meine, es gibt ja hier noch Tablets und so, ne? Ja, wo denn die ganze Wo Müll denn draufsteht, wird ja der ganze. irgendwie. Genau. Ja, gut. So, hier hinten kannst du dich dann auch in Ruhe hinsetzen und kannst hier lernen. Ja, also unter dieser Treppe. So, jetzt gehen wir nach oben. Bup, 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 bup. Hier ist der erste Stock. So, hier haben wir wieder alles, was mit Lernen zu tun hat. Mensch, ist da Wissen drinne. Ja, kannst mal sehen. So. Musst aufpassen, dass nachts nicht jemand sich auf deine Wii U einhackt und das ganze Wissen kaputt macht. Ja. So, hier ist zum Schlafen. Und da den Laptop hinstellt, weißt du? Ja. So, hier ist zum Schlafen. Ja, also der hier wohnt, der kann hier dann auch nächtigen. So, dann haben wir unter der Treppe, habe ich hier so den Durchgang gemacht, war hier so. Weil auf der anderen Seite sieht es jetzt auch so aus zum Lernen. Ich habe immer versucht, die Farben ein bisschen auseinanderzuhalten. So. Ja, hier kann man nächtigen. Und hier kann man dann sitzen, diskutieren und lernen. Hier hinten hat man dann auch noch mal so ein bisschen Ruhe. Dann gehen wir jetzt hier, die Treppe, siehst du, ist schon dünner geworden. Jetzt kommen wir hier ganz nach oben. So. Hier habe ich so ein Zauberteil auf beiden Seiten, weil das hat natürlich auch einen Grund und dazu kommen wir dann auch noch. Hier siehst du, so zack. Ja, die Bäume sind noch nicht aufgegangen. Der Baum da hinten ist schon aufgegangen, siehst du? So, also das hier oben ist sozusagen die Hauptzentrale dessen, weil hier diese Zauberteile sind, diese Naja. Zaubertische da. So, die Teppiche habe ich dann auch mal hier so, war hier so schön ausgerichtet. Oh, hier, ja. Auf der anderen Seite auch, die Farben ein bisschen so vertauscht, aber letztendlich bleibt es so in demselben Ton. So, Aussicht hat man auch ringsherum nach oben. Hier zur Seite kann man, wenn man nicht gerade das Regal vor der Nase hat, so, dann kann man hier auch schön rausgucken. So, jetzt kommen wir hier nach unten. Jetzt gehen wir wieder runter. Ja, siehst du hier so, zack, zack, zack. Ja, also dafür habe ich so viel Stein gebraucht, das wäre ja nicht möglich gewesen. Das ganze Spiel wäre dann nicht mehr gewesen. So, jetzt müssen wir mal wieder hier ein bisschen fliegen. Sag mal hier. Hopp, so, ja, gut. Jetzt geht es hier um die Ecke. So. Jetzt kommen wir dahin. Wahrscheinlich hast du das Wissen noch nicht erlernt, wie man aus drei Holzstämmen eine ganze Stadt bauen kann. Nee, das habe ich noch nicht erlernt. Das Ja, ist wohl wahr. das ist verborgenes Wissen. So. Also, hier ist jetzt der Weg. Hier von der Mühle kannst du denn hier so rüber. Ich habe da hinten auch noch, da hinten habe ich dann noch so Wege gebaut, sodass du von eigentlich von dem Teil hier rüber, darüber, dann kommst du hierher. Und hier ist jetzt der Friedhof von all den anderen. Ja, so. Und die anderen, das ist eine lange Geschichte. Fassen wir uns mal kurz hier. Siehst du, hier hast du bewegte Lava drin. Man muss das so ein bisschen von oben sehen. Wa? Also Feuer, Erde, Wasser. So, siehst du, hier ist die ganze Die Treppe. verschiedenen Wasserrituale oder was? Ja, Nee, nee, also die, Elemente. nee, nee, also die verschiedenen, da kommt mir gerade so die Idee, die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten. Ja, das kann man dann auch so sehen. Hier werden die Ja. dann gleich reingeschmissen und hier auch. Aber das wäre natürlich hier sehr unhygienisch, weil dann das Wasser auch mit der Zeit faulen würde. So, und hier sind die drei, das waren also zwei Brüder und eine Schwester, die dort, die alle, das waren alle Krieger von dieser Bibliothek. Ach so. So, und der König dort, der dort liegt mit seiner Familie, der sein Schloss dort hatte, wurde letztendlich, das hat man dann erst alles später rausgekriegt. Der wurde, siehst du, hier sind alle so, sagen wir mal, die Fachbereiche, ja, so um welches Wissen das da auch immer ging.
wurde von diesem König hinterlistig und hinterfürzig, wie er nun mal war, platt gemacht. So, dieser König wollte unbedingt an die Macht, der hier beerdigt liegt. Okay. Und also der ist ja nicht beerdigt, der wurde dort lebendig angekettet und eingemauert. Auweia. Ja, als Lehre für all die anderen. Auweia. Die solch einen Mist nochmal versuchen. Also er hat die Königsfamilie umgebracht, um dann an die Macht zu kommen. Er wollte das Wissen, was in dieser Bibliothek war, an diese, die hier hinten leben, wollte er verkaufen. Ja, also wir hatten hier einen großen Krieg mit denen, die letztendlich nur Dürre, Unkraut und Mist über unser Land brachten. So, und mit denen schloss er sozusagen einen Pakt ab, damit die hier einmarschieren können. Mhm. So, und da entstand denn dieser große Krieg, wogegen sich die Häupter, die Oberhäupter hier von dieser Bibliothek natürlich gestellt haben. Ja, du siehst hier in allen Ehren überall diese Kreuze und diese, wo die beerdigt wurden denn. Ja. Und alles. Das klingt ja ganz nach dem König Mokel. Genau. Ja. So. Also, und er hielt das natürlich auch für eine sehr gute Idee, dieses ganze Elend über unser Land hier zu bringen in Minecraft. Und dagegen mussten wir uns alle stellen. Das heißt, er wurde hier lebendig eingebuddelt, angekettet, da kann er verrecken. Und das steht jetzt hier als Warnung für den nächsten Überfall, der hier vielleicht kommen könnte. Ja, dass alle, die letztendlich dieses Land angreifen, da drinne landen. So, ohne Wenn und Aber und ohne Diskussion. So. Das hier vorne, die Zeichen, das sind sozusagen die Geheimzeichen der Ritter. So. Aha. Ja, das sind so, weißt du, da kann dann keiner spionieren oder irgendwas abstellen oder irgendwie will man alles rauskriegen und dann löscht man. Das sind die Geheimzeichen der Ritter. So, und das ist hier die Bruderschaft der Fünf. Siehst du hier die Fünf? Mhm. So, und da sind dann auch, findest du nachher noch verschiedene Farben, so, die sich da eben, wie gesagt, zusammengetan haben. So, und Trunks und Rappelzappel sind die letzten Überlebenden. Oha. Ja, genau. Wir sind ja richtige Helden. Wir sind richtige Helden. Wir sind die letzten Überlebenden aus der alten Dynastie. So, siehst du, da kannst du dann hier oben auch so sitzen. So, hier. Und die gehörten alle, siehst du, das hat alles mit Farben zu tun. Ja, und das sind dann sozusagen ihre Gräber hier, die alle hier fallen sind für diesen Kampf. So, hier haben wir schon mal eine Mauer hingebaut sozusagen. Damit muss man das hier wieder. So, da kann man dann hoch, weißt du, da haben wir dann sozusagen darüber geschossen. So, aber der Nahkampf war natürlich, bist du nicht drum herum gekommen. So, dann haben wir hier unten so einen Platz. Siehst du hier die Fünf? Das ist überall die Fünf. So, da kann man hier auch kämpfen. Oh, weil besser war das ja nicht hinzukriegen mit den Materialien, die man hier hat. Siehst du, hier ist alles drin. Mhm. Ja. So, dann konnte man hier hoch. So, siehst du, hier drin. Kannst du schon sehen hier, Pfeil und Schwert, ja. Hier, da hast du dann das da drüben. Wo ist die hier drin? Hopp. Und nach oben. So, und hier hast du dann sozusagen wie so eine Festung ringsherum, dass du das hier abballern kannst, was da auch immer kommt. So, dann hast du hier diese Kisten. Da ist Essen drin. Ja, Nahrung, ganz wichtig. Das ist wichtig, denn ja. Ohne Nahrung kann man schlecht kämpfen. Ja, das ist richtig. So, und hier hast du dann noch alle drin. Tränke, Pfeile und so weiter. Giftpfeile, Gifttränke. Ja, weil sowas musst du ausmerzen. So, du musst den Anfängen begegnen und nicht warten, bis es zu spät ist. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen. Ah, das ist immer mit dem Fliegen, habe ich es ja auch hier. Wisst ihr das da? Ja, du musst zweimal drücken, nicht dreimal. Jetzt haben wir das. So, also das ist von oben denn hier sozusagen so gebaut. Wisst ihr das da? Mhm. So, und dann haben wir hier noch so ein. Ist hier auch, noch mal, warte mal. Also hier hinten hast du dann sozusagen auch noch mal Wasser.
wenn du hier jetzt die Schotten öffnest, dann fließt das Wasser hier runter und das heißt, du spülst die Idioten da alle wieder runter. Dann können sie da ersaufen. Ja, aber es laufen ja nur noch Weichflöten rum und keine Ahnung. So, jetzt machen wir das mal weg, weil hier unten haben wir auch noch so einen Unterstand. Jetzt kommt schon wieder Speichern. Ja, speichert gerade. Naja, das ist immer... Ja, aber wie gesagt, mit den Möglichkeiten dessen und Technik, wenn man mal sich so die Welt anguckt, die ganze Technik, die erfunden wurde, hat so viele Arbeitsplätze gekostet, weil das alles durch Roboter und Fließbänder und weiß ich was ersetzt wurde, dass die Menschen sich nicht mal mehr durch einen Arbeitsplatz ernähren können. Und deshalb kommt mir Technik hier nicht rin. Ah ja. So. Ja, das ist mein Fuß, Entschuldigung. So, siehst du, hier unten hast du nochmal so... Ja, wir sitzen hier gerade auf so ein bisschen beengten Raum. So, hier hast du so, also, siehst du das Unkraut da drüben? Ja, ja. Das sind die faulen Penner. So, die dann hierher kommen wollten und wollten hier das übernehmen. Ja, hier. So, kann man sich das angucken. Da hat man dann hier so einen Unterstand. Und hier in dem Unterstand habe ich natürlich auch hier wieder Pfeile und Schwerter, weil da braucht man ja alles, wa? Wenn man so kämpft. So, hier sind, ist Wasser, falls was brennt. Und hier hast du wieder. Und Äxte sind auch ganz wichtig. So. Das ist eine schnelle Lösung für jeden. Ist so, und hier ist das alles so ein bisschen verziert. Oh, warte mal. So, damit haben wir das hier. Aber finde ich ja gut, dass da so eine kleine Story doch dahinter steckt. Also ist ja doch ein bisschen tiefgründiger. Ja, naja. Wenn man das Ganze mal so sieht. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe damit angefangen irgendwie. Und die Geschichte von Trunks, also wer Trunks kennt aus Dragon Ball Z, weiß, dass Trunks aus der Zukunft gekommen ist, weil die Zukunft so beschissen gelaufen ist, wie er gesagt hat. Deshalb kam er aus der Zukunft, ging in die Vergangenheit, weil die meisten von den Kämpfern, die um die Z-Gruppe waren, gestorben waren. In diesem Kampf gegen C-18, C-17, gegen Dr. Gero. Ja? Und damit hat er sich in so eine Zeitmaschine gesetzt, kam dorthin, hat letztendlich Son Goku auch das Leben gerettet. Also Trunks ein sehr positiver Mensch dort war. Natürlich die anderen aus der Truppe auch, außer Vegeta. Vegeta war auch zum Anfang so eine Mistratte. Aber ist ja auch real. Ist ja nur ein Anime, nicht so. Aber Vegeta war ja sein Vater, ne? Vegeta war sein Vater, das genau. Ist richtig. Bloß Trunks seinem Vater irgendwann so ein Ding in die Fresse gehauen hat, dass der geflogen ja, ist. Ja, das Ding war auch geil gewesen. Das ne? war richtig Wo er ihn geil voll in ihn geballert hat. Gemacht. Ja, hätte ich auch gemacht. So, weil die Leute heutzutage ziehen alle so eine Weichflöten da groß. Keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Ja, alle so eine Körperbepuderten. Ja. Gut, jetzt geht's hier weiter. Also du warst letztens hier gewesen... Und hast das nicht gesehen. Ich will aber mal hier vorne hin, weil hier ist eigentlich der Platz. Siehst du hier oben? Du hast auch oben. Ich habe immer die Dächer, habe ich immer versucht, irgendwie so ein bisschen manche so anders zu gestalten. Ja, deswegen auch dieses Dach. Ja, das ist mir, das ist nicht, ich habe da keine Vorstellung. Das ist mir einfach eingefallen. Wo ich dachte, naja, machst du mal, war wie hinten meine anderthalb Zimmerwohnung da, das anderthalb Zimmerhaus. Ach so. Also ein ganzes Dach und ein halbes Dach. Irgendwie sowas in der Art, weil das muss ja nicht immer alles gleich so aussehen. So, jetzt gehen wir mal runter. So, da habe ich dann hier so einen netten Brunnen hingemacht. Hier drinnen wohnt zum Beispiel die Arbeiter von diesem Marktplatz. Hier hast du so einen kleinen Marktplatz. Hier kriegst du alles, was das Herz begehrt an Essen. Ja, weil wie gesagt, Steine, Geld und Diamanten und irgend so eine Scheiße, damit kann man sich nicht kleiden, damit kann man sich nicht zudecken. Das hält einen im Winter nicht warm und satt wird man von so einer Scheiße auch nicht. Also, hier gibt es richtig was zu essen, was die Menschen so benötigen. Hier kannst du dann so ein Päuschen machen, wie auf jedem Marktplatz. So eine kleine Bank, siehst du hier? Ja. So, das ist hier so mein kleiner Marktplatz, den ich hier hingemacht habe. Wie eigentlich auch im realen Leben gibt es ja. Aber das wird wahrscheinlich auch jetzt halt abgeschafft. So. So, und hier wohnt denn dieser Marktbesitzer. Das ist den sein Haus. Und das habe ich hier auch mal auf Stelzen gestellt. Da war es da auch schon drin. So, jetzt machen wir hier mal wieder. Bupp. So. Hier ist nämlich meine Eiswelt. Das ist alles nur aus Eis gebaut, außer natürlich jetzt hier so das Geländer und so. Aber der Fußboden und die Häuser sind aus Eis. So.
So, kleinen Moment, jetzt kommen wir hier mal. Hier ist nämlich mein Haus. Also wie gesagt, ditte und ditte war mein erstes Haus hier, was ich überhaupt gebaut habe. Und da war noch nichts mit kreativ. Und also wenn ich an die Dinger nur denke, die ich da auch gebaut habe, dann bin ich da runter geflucht. Ich hab sowas von geflucht. So, hier haben wir jetzt mein Wohnzimmer, wa? So, habe ich mir nicht eingerichtet. Und hier oben ist mein Schlafzimmer und hier ist so ein kleiner Zaubertisch. Ecke, wie auch immer. So, das habe ich dann so für mich gebaut. Das war der Anfang. Und nachher als Trunks dann da hinten, das richtige Ding. Ich habe so ein paar Bilder angehangen. Also alles so ein bisschen dekorativ ausgestattet. Ja. So, jetzt machen wir wieder aus. So, und dann kannst du hier rüber gehen. Siehst du, hier sitzt der Hund, der ist im Back drin. Den kriegst du nicht mehr zum Aufstehen, den kannst du nicht mehr füttern, der ist einfach nur blöde. So, aber ein guter Wächter. Aber ein guter Wächter. Ja, das er war passt obwohl auf. Er nicht irgendwo hinrennen kann. Aber so, hier haben wir jetzt die Eiswelt. So, da man da ja großartig nichts pflanzen kann, musste ich da ein paar Töpfe hinstellen. So, siehst du, hier kann man so ein bisschen sitzen hier. Ja, kann hier so gucken. So. Dann hat man hier die Eisbären. Ja, das war ja auch ein Ding. Ich habe diese Eisbären hier rein gemacht, wa? Und hatte natürlich aus meinem Denken heraus hier vorne eine Tür hingemacht. So, was dann fiel mir ein, dass diese Dörfler da, diese, wie nennst du die immer? Villager. Genau, diese Villager, dass die Tür nochmal alle auf und zu machen. Also musste ich hier ein festes Gitter hinmachen, weil irgendwann wären die Eisbären nicht mehr da gewesen oder die hätten die Villager aufgefressen. Guck mal hier, so kleiner Teddybär. Jo. So, habe ich zwei Stück da drinne. Die Tür musste ich zumachen, weil die Villager waren da nicht sehr bereit. Kooperativ. Ja, kooperativ, das genau. Zu lassen. So, hier hast du dann überall, siehst du, hier habe ich noch dann hier so die... Ja, das erste Eishaus hier, da wo du das siehst, siehst du noch, dass ich das gebaut habe, ohne das so. Und das, weißt du, was das für ein Sammeln war? Und jedes Mal musste ich auf diesen Berg da oben hochkraxeln. Ja, das war der größte Mist gewesen. So, dann war ich froh, dass ich da das kreativ, ich weiß ja nicht, warum die Leute sich so aufregen, über kreativ. So, ich habe hier gesammelt. Und in diesem Spiel, das hier ist ja angebracht von mir, wa? Hier die Steine. Ach so, hast du die Eiswelt nicht aus drei Schneebällen gebaut? Nee, konnte ich noch nicht. Ach so, okay. Das, ich konnte da noch nicht alles das Wissen dazu, ne? Genau, das ist so. So. Und jedes Mal, bis da nach oben musste ich, da wo du da oben diese Armee hast, ja? So, bis da hoch musste ich hier, hier war ja alles Wald. So, hier, das war alles so voller Bäume, dass du im Grunde genommen die Bäume nach oben klettern konntest. Und dann irgendwann musstest du da rüber auf diesen Berg. Und dann musstest du dir einen Weg nach oben. Da gedacht, also mal, bin ich bescheuert oder was? So. Und das ging hin und her und bis Justin da sagte, also, weißt du, Oma, das kannst du ja. Und dann vor allen Dingen diese Bomberteile da. Unmöglich. Dann macht er dir das kaputt. Er explodiert ja. Du kannst ja nicht mal hin und den mal so richtig eine von Latz ballern. Geht ja auch nicht. Nee, der sprengt dir erstmal den Arsch weg. Das ist, ja, der macht meins kaputt. Mich tötet da auch noch fast, aber er ist dann tot. Ja. Wenn ich jetzt so wie zum Beispiel bei Stargate diesen Sarkophag hätte von Baal, dann hätte ich den da rein gepackt, wiederbelebt und dann hätte ich ihn nochmal getötet. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, siehst du, so geht man die Sachen an. So, also jetzt machen wir mal hier wieder fliegen. Ja, hopp, so. Ja, also es war, wie gesagt, weil die anderen Spiele, die ich sonst so, wo ich mir so Zeit für nehme, da ist ja auch mit Kämpfen und so. Bloß dieses Spiel hier, das ist ja, du hörst ja nicht mal, wenn die Idioten kommen, verstehst du? So, und dann auf einmal siehst du da so ein grünes Vieh, was auf einmal explodiert. Und wenn jemand meine Sachen kaputt macht, da bin ich ganz ungehalten und so was. Da wäre ich ganz komisch. Aber ich glaube, das geht allen so, ja? Wenn man da Minecraft baut und dann hörst du das nur noch zischen und dann denkst du dir so, what the fuck? Und dann bumm, hat schon gemacht. Und dann musst du loslaufen und den ganzen Müll nochmal zusammensammeln. Da bin ich bescheuert oder ich habe noch was anderes in meinem Leben zu tun. So, siehst du, hier kannst du in die Häuser auch von vorne reingucken. Und ich habe auch immer versucht, irgendwie die Fenster so anders, weißt du, nicht nur viereckige Fenster und so, ja. Ist manchmal natürlich schlecht, aber ich habe das versucht, wie hier hinten. So habe ich das ein bisschen runtergezogen und überall findest du im Grunde genommen den Tee, weil, wie gesagt, Trunks Clan hat diese Welt aufgebaut. Ja. So, hier hast du dann so ein schönes Schlafteil hier, wa? Hier mit Sitzen und so. Habe ich das versucht, so nett wie möglich auch für die Leute zu machen, die dann vielleicht mal da drinnen wohnen. Keine Ahnung.
Im Moment sind ja die Villager hier vertreten. Aber die Villager, die hatte ich erst in der Eiswelt hier. Und die sind einfach abgehauen, manche. So. Da ist sie wahrscheinlich auch zu kalt. Ja, das ist mir ja eher am Salzen. So. Hier siehst du, da ist einer. Geh mal. Naja. Gut. Hier hast du denn so Betten drin, wa? So, und dann kannst du hier... Ach, na, ob ich das jetzt hier hinkriege? Warte mal. Ich kann ja auch fliehen. Das ist einfacher. Oh. Weil das mit diesen Leitern, das war ja auch so ein Krampf gewesen. Siehst du, hier ist noch die Wohnung denn da drüber, ja? Auch schön hier, kannst du schön rausgucken, so. Und dann hast du hier, da mal hier, zack, komm. So, da hast du dann, Mann, so geht da runter. Komm da nicht, jetzt. So. Nur ein bisschen lauter sprechen, Mikrofon schlägt nicht. Achso, das schlägt nicht aus, da kann ich ja lauter. Guck mal hier, siehst du, da kannst du hier so runter gucken, hier, wie so eine kleine Brücke, wa? Hier so zu allen Seiten. Kannst du, warte mal, mal hier zumachen, die Tür, sonst wird's kalt. So, jetzt gehen wir hier rüber. Ist die Verbindung hier zu diesem Teil, ja? Tür zu machen. So, dann hast du hier sozusagen so einen Balkon. Wenn du jetzt hier läufst, siehst du das? Mann, da schlitterst du richtig schön. Guck mal, eine richtige Rutschpartie kannst du hier machen. So, dann geht's hier hoch. Da hast du sozusagen so ein Außenrum. Ja, kannst du dich hier hinsetzen, kannst du gucken. Ja, also diese Welt letztendlich wirklich nur so auf chillen und so. Und wenn du von diesem ganzen hier chille die Schnauze voll hast, in so eine tiefe Depression kommst, dann gehst du da nach oben und da wirst du dann wieder, ja, kuriert. So, jetzt warte mal, ich mach das mal jetzt zu und wir fliegen mal hier nach oben. Geht einfacher wie diese Leiter da hoch. Siehst du, hier ist dann noch so ein Raum. So, hier oben hast du dann noch so Blümchen. Blümchen mussten sein. Und das finde ich so gemein, dass du da so viele Blümchen hast ey, in dieser Welt. Das hätten sie hier für 30 Euro, das muss ich mal sagen, da hätten sie ein paar, diese schönen bunten Büsche, ja, mit diesen Beeren dran ne, und alles. Das wäre so schön für ihr gewesen. Haben sie nicht gemacht. Oh, siehst du, hier stehen zwei. Aber die stehen schon von Anfang an hier, weil die wahrscheinlich den Ausgang nicht finden. Hoch zu dusselig. Hätten wir ein Buch lesen sollen. Wie kletter ich eine Leiter runter? So. Ja, vielleicht gibt es ja auch schon eine App dafür. Ja, das kann natürlich auch sein. Wie kann ich mein Leben bestreiten? Mhm. So, hier siehst du das da alles? So, und das ist letztendlich, ist das jetzt hier so die Eiswelt gewesen. So eine kleine Eiswelt, die ich hier so mit einbauen wollte. Und wie gesagt, der Gedanke dessen, warum ich das gebaut habe, das war einfach so, dass ich alle bauen unten, logisch. Häuser stehen nun mal an der Erde. So, aber das ist Minecraft, das ist ja nicht die Realität dessen überhaupt, ja. Und ich mir auch hier oben mit dem Dach so, ja, du siehst hier, an vielen Orten sind so verschiedene Dächer, die ich mir habe einfallen lassen, weil das was anderes ist. So, genauso wie dieses Dach hier. So, und das wird nicht an der Seite zugemacht, bloß ich bin darauf gekommen, bloß das ist jetzt alles ein bisschen weit weg und da will ich auch ja nicht hinfliegen, weil ich will ja das Ganze hier auch nicht so lange machen. Das ist ganz einfach so, ich hatte, war in so einer Schlucht drinne. Und in dieser Schlucht, wo ich gewesen bin, siehst du hier zum Beispiel, ist auch so ein schräges Dach, da war, wie soll ich das jetzt erklären? Also da hing so ein Stein, so wisst ihr, so ein Stein hing mitten in der Luft, der war mit nirgends was befestigt. Mhm. So, der hing da einfach. Ja. Und da stand ich, hab so geguckt, warum hängt der jetzt da, warum ist der mit an nichts dran und so, wa? So. War und da, Zauberstein. Genau. Und so kam mir der Gedanke, hab gedacht, na, wenn der so hängen kann, dann kannst du doch so eine Stadt auch oben hinbauen. Also nicht eine ganze Stadt, aber zumindest ein Teil dessen, ja. So, und dahingehend habe ich mich dann rangemacht und habe diese Teil hier oben hingebaut. So. Hat auch einen Haufen Steine gekostet, hat einen Haufen Arbeit gekostet, diese so hinzukriegen. Das sind immer die Sachen, die mir dann einfallen. Ja, das fällt mir. Ja, das heißt Minecraft, ja. Ja, da so, hat das man fällt natürlich mir dann ein und dann... Sieht man etwas und dann sagt man sich, ja. Okay, daraus kann man was machen. Ja, das ist wie mit dem Kindergarten hier, weil die Stelle hier hinten war ja auch noch so leer. Wo ich dann dachte, na Mensch, wenn deine Frau hier unten so lange nur rumsitzt, was macht die den ganzen Tag? Also kann sie hier die Kinder betreuen. Machen wir hier einen Kindergarten hin. So. Und weil ich ja auch früher gerne mit meinen Kindern zusammen die Serie hier, also Kinderfernsehen, Sieben Steine, das habe ich immer sehr gerne gesehen. Hast du auch immer gerne gesehen? Habe ich auch gesehen. Ich habe das auch sehr gerne gesehen.
Und ja, und dadurch habe ich mir gedacht, ach, machst du ditte, finde ich ganz nett. So, da kann sie denn da im Kindergarten und kann den Kindern was Vernünftiges beibringen. So, was man für das Leben braucht, so, was wichtig ist. So, und letztendlich, ja, bin ich denn so darauf gekommen. Weil dein Reich hier oben, das habe ich ja auch erstmal ja, angefangen so. Entschuldigung, habe ich so angefangen, aber wie gesagt, der Ausguck hier hinten, den habe ich auch noch mal größer gemacht, weil ich letztens gesehen habe, wo du hier warst, dass man da nicht so gucken kann. So, wenn man hier ist, verstehst du? Und dadurch habe ich das hier ein bisschen mehr weggemacht, dass du hier besser rüber gucken kannst. So, das heißt, du hast zu Tranks hin und Tranks zu dir. Ihr habt hier ein paar Geheimwege, habe ich eingebaut, ja? Wo man schnell zueinander kommt, wenn hier irgendwas los ist. So, und hier oben hast du deine eigene Verpflegung, falls du von da unten nichts mehr kriegst, weil der letzte Krieg hat dir gezeigt, ja, wie bösartig das alles so sein kann, wa? Und wie bösartig Menschen sein können, die ein Machtziel haben und der Meinung sind, sie wissen alles besser, ja, was so andere Menschen angeht. So, und deshalb musste man das hier alles umgestalten. Das Schloss hat man dann letztendlich abgerissen, weil das Schloss immer der Hinweis darauf war, wo der König zu finden war und seine Familie. So, und deshalb hat man das abgerissen, hat so ein Erholungszentrum gemacht. Und wer jetzt letztendlich über dieses Land regiert, das wissen nur zwei Leute. Und dabei sollte das auch bleiben. Das sollte nochmal ein Überfall kommen. Wissen die nicht mehr, wen sie töten müssen. Ah, das ist schlau ausgedacht, ja. Um die Macht zu übernehmen. So, das ist ganz einfach so. Ja, und das Volk ja hier unten ein gutes Leben hat. Hier gibt es so Essen en gros. Und die Reserven, die sie hier, wo sie hier den ganzen Berg wegsprengen wollten und wollten an die Steine ran, ich weiß nicht zu was, weil wie gesagt, die kann man nicht essen, die halten einen nicht warm. Mit dem Klunkern Scheiß kann man nicht anfangen. Machst du dir daraus Ketten oder Armbänder? Wirst du noch überfallen? Wird dir der Mist noch geklaut? Also zu was braucht man so einen Scheiß? Vollkommen unnütz. So, kann man im Berg lassen, wo es hingehört. So sehe ich die Sache und ja, andere sehen das natürlich anders. Die behängen sich gerne mit so riesen Klunkern und wenn sie dann was vor den Maul kriegen, dann ach, wurde überfallen, Kette wurde geklaut, das ist selber dran schuld. Müssen gleich noch einen auf den Schädel kriegen. So sehe ich die Sache. Ja, bei mir läuft das so und nicht anders. So. Und da war ich flöten, sowas kann ich in meinem Leben nicht gebrauchen. So, hier unten war ja nur, also hier hatten wir nochmal so ein Gang hier. Warte mal, bopp, hier mal runter. Hier hatten wir auch nochmal so einen Gang. Aber wie gesagt, der führt, hier hatte ich auch gebuddelt. Alles noch, bevor ich überhaupt kreativ gemacht habe, habe ich hier unten auch noch gebuddelt. Wie eine Blöde. Ja. So, hier siehst du, das geht noch um der Ecke rum. Bis darunter habe ich mich gebuddelt. Ey, ich bin bald affig geworden, sagt ihr. Und dann kam aus manchen Löchern diese scheiß Lava raus. Ach, oh, das war richtig geil gewesen. So, dann kannst du hier hinten lang, siehst du, da ist dieser Kürbiskopf da. Hier geht das lang. Kannst du mal sehen, was ich hier gebuddelt habe. Oh. Und da war ich noch nicht im Kreativ gewesen. Und wenn ich mir andere ankicken, die dann gehen, wir brauchen jetzt mal Stein, gehen darin. Holen da drei Steine raus, bauen denn da diese drei Steine, ach schon wieder alle, so, also diese blöde hier Quatsche, verstehst du? Naja. So, und siehst, welche Sammelleidenschaft da an den Tag gelegt wird, ist das niemals in einem Jahr ohne kreativ zu schaffen, das zeigt so wieder das, so, ganz einfach. So, und hier hinten war auch Lava, die musste ich dann kalt machen, weil hier so ein paar Steinchen waren, die ich brauchte, so. Aber letztendlich endete das ja, wie gesagt, alles im Kreativ. Dann bin ich hier noch runter, habe hier noch ein bisschen gebuddelt und da noch ein bisschen gebuddelt. Also, das ist... Ja, bis zum Endstone. Da war jetzt gerade der Endstone, ne? Ja, ja. Da unten ist das Ding, was wurde denn nicht mehr weitergeht. Genau. So, und das wollte ich dann auch mal so lassen, damit ich weiß, wo das so in etwa ist. Siehst du, da unten ist das? Ja, ich sehe das, ja. Da geht das denn nicht weiter. Und ich mich also wirklich bis nach unten... Und du manchmal ja wirklich auch nur so eine kleine Gänge hast, wo du weißt, ach, da geht's weiter. Und dann musst du so einen Raum ausheben, ja, damit du an die Steine rankommst. Und das war ja noch schlimmer. Ich hatte hinten hatte ich so ein Lavateil da. Da war ich in einer Höhle drin, das glaubst du nicht. Ey, die war so tief gewesen. Erstmal bin ich gleich mal runter, war ich schon mal tot. So, ausgerutscht. Und
Da bin ich dann nochmal hin, auch noch nicht im Kreativ, ja, war ich noch nicht im Kreativ, bin dann da nochmal hin. Diese Tierkämpfe da aus irgendeiner dunklen Ecke, kommen da irgendwelche Penner raus, die sich nicht tot machen wollen. So, das hat mir so gelangt. Und dann bist du vor so einem riesigen Lavasee, riesig. Und ganz hinten siehst du da drei Steine, die du unbedingt haben möchtest, weil es hier so wenig Steinfund gibt, so wie Diamanten, Smaragde und sowas alles, wa? So, und für die Rüstung brauchst du ja nun mal Diamanten. So, und dann, wisst ihr, was ich da bauen musste, um an diese drei Steine, die da hinten waren, ranzukommen? Ich hatte so die Schnauze voll von dem Ganzen. So, es macht natürlich Spaß, muss ich sagen. Es macht Spaß, weil man sich immer was Neues überlegen kann, so wie hier unten die Höhle, wie da oben die Durchhänge und so. Also man denkt irgendwie nach, jeder hat ja so eine Vorstellung von der Welt, warum er überhaupt eine Welt aufbaut. Und das ging alles so nach und nach, kamen dann so die Ideen. Ja, weil eine Eiswelt ist ja auch mal was Nettes. So, hier ist das schön warm, hier ist das nicht eisig. Ja, und dann hier hinten meine geschlossene Mine, weil letztendlich hat man erkannt, dass man den Mist, der da drin ist, diese ganzen Diamanten und weiß ich was, außer jetzt für Jute Rüstwerk, dass man solch einen Krieg nochmal entgegentreten kann, benötigt man das nicht. Und deshalb lässt man den Berg in Ruhe. Aber wie Menschen nun mal sind, gierig, ja, hungrig nach Gier, nach allem, was irgendwie... Und dann muss es das sein, ja, das muss dann so ein Klunker sein, nur damit die Nachbarin sauer ist, damit die neidisch wird oder weil die ihn hat, muss ich auch Zähne haben. Naja, naja. Das Übliche. So, wie gesagt, also das Dach hier, das war dann auch so, das, da bin ich auch nur so drauf gekommen. Ja, die Milchtüte, ja, ja. Die Milchtüte, genau, das waren damals die dreieckigen Milchtüten, die die jedem hat, die man so zusammendrücken konnte. Und das fiel mir dann so ein und da habe ich dann so gedacht, ach, da könntest du doch mal versuchen. War auch nicht so einfach. Ja, und mein Turm ist hier, ist auch nicht gerade, das Gelbe vom Ei geworden, das war auch noch mit so der Anfang, weil oben ist viel Platz und dieser Schneemann kommt da nicht drum herum, wisst ihr, immer so rum, ja. Geht nicht. So, und hier ist so ein Bootsverleih, den ich hier habe. Ah, das ist ja nett, ja. Da kannst du dann mit dem Kahn hier hin und her schippern, so. Und wie gesagt, ansonsten ist das alles, ja, dieses Haus da, das fiel mir dann auch so ein. Also ich kann nicht sagen, aus welchem Grund das sollte einfach nur anders aussehen. Ja, und dieses Dach hier sieht anders aus, diese sieht anders aus, die Milchtüte sieht anders aus. Ja, jeder baut das ja so, wie er das für richtig hält, ne? Ja, das ist richtig. So, ja. Und da ich mit Elektrik, viele sind ja auf Elektrik aus und bauen dann da irgendwelche raffinierten Sachen und so. Ich bin nicht auf Elektrik aus, ja, dass das alles elektronisch ist und so. Wie gesagt, mit deinen Monstern da, das brauchst du ja, dass die denn da... auf diesem Fließband da in diese Todesfalle darin schlittern. Ne? Das ist geil, das ist richtig. Aber nee, ich habe damit, wie gesagt, nicht am Hut. Und in deinem, wie heißt das, Feast the Beast? Feast the Beast, ja. Feast the Beast. Das ist, du hast da so viele Items, da würde ich auch nicht mehr durchsehen, das wäre mir schon zu viel. Aber hier in der Welt, wie gesagt, ein paar Blumen mehr und ein paar Sträucher, bunte Sträucher, wo Beeren dranhängen, wäre sehr schön gewesen. Aber wie gesagt, man hat dieses Spiel wahrscheinlich nur 0815 zusammengeschmissen, hat das auf den Markt gebracht, damit man daran Geld verdient. Wegen was anderes hat man das nicht gemacht, weil es fehlt hier an vielen Sachen, die man hätte anders machen können. Du kannst, wenn ich mir angucke hier zum Beispiel, ich habe da so ein Rune Factory Spiel, das ist ein sehr schönes Spiel und da kannst du dir eine Küche aufbauen, du kannst dir andere Sachen aufbauen, das ist also, hier kannst du sowas alles nicht richtig machen, weil das fehlt und das hätten sie irgendwie anders machen können, also mit anderen Ideen, ja, weil es gibt auch Frauen, die das gerne spielen wollen oder Mädchen, die das gerne spielen wollen und Mädchen in vielerlei Hinsicht anders bauen wie Jungs und da hätte man das mit einbauen können, man hätte irgendwie, weiß ich nicht, dass man wie sagt man dazu immer, diese runterladen kann, da so eine extra Teile, die du noch dazu kaufen kannst. Weißt du, so für so ein Update oder so eine App oder so weiter. So ein Update, dass du dann so eine Erweiterung, genau. Also eine Erweiterung. Wenn du, sagen wir mal, jetzt ein Mädchen bist, dann kannst du dir so eine Sachen wie Küchenartikel oder so, dass du da ein paar Blümchen mehr und so, da kann man das runterladen. Hätten sie auch noch Geld mitgemacht. Aber kannst mal sehen, Menschen sind auch ein bisschen blöde. Ja, nee, weil ich denke mal nicht, dass es in Minecraft so was wie Schminktipps gibt oder so. Oder
oder Duschartikel, Badeartikel und sowas. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht einen Schrank aufzubauen. Also ich habe mit den Sachen, die ich hier habe, ich versuche, einen Schrank aufzubauen. Ja? Also ich habe diese Klötze genommen, der wird zu klobig. Ich habe diese Abgrenzung, diese Fahnen, die dort sind, ja, die habe ich versucht hinzustellen. Sieht scheiße aus. Also ich habe mit vielen Sachen versucht, einen vernünftigen Schrank aufzubauen. Es sieht einfach scheiße aus. Entweder ist er zu klobig oder zu durchsichtig oder es funktioniert nicht. Und da hätte man ein paar Sachen reinbauen können. Muss nicht eine Million Sachen sein, sondern das hätten vielleicht 10 Sachen sein können, die man anders farbig dann sozusagen zur Verfügung gestellt hätte. Mhm. Ja, und für Mädchen, wie gesagt, eben mehr Blumen, Sträucher, was Buntes, wo man einen schönen Garten aufbauen kann und so. Das ist hier nicht gegeben, weil du letztendlich, die Blumen sind begrenzt, da hast du nur ein paar und du immer auf das gleiche, das läuft ja immer auf das gleiche Blumensystem hinaus, ja, weil das einfach zu wenig ist. Und da hätte man ein paar so eine Updates da schalten können, die Leute hätten das kaufen können für 2 Euro, für 4 Euro, keine Ahnung, hätten das dazu laden können und hätten dann letztendlich das nochmal anders ausbauen können. So, das ist das, was ich so dazu sagen muss, ja. Aber von der Sache her, ja, das ist mir dazu eingefallen. Ich finde das gut, wie ich das gebaut habe. Wer das nicht gut findet, ist seine Sache. Weil andere bauen eben anders. Was ich finde, das sehr gut hier. Mir sind so Sachen aus dem täglichen Leben eingefallen, so wie so ein Friedhof, den sollte man auch haben, weil Menschen sterben nun mal, auch wenn es hier keine richtigen Menschen gibt. Aber dahingehend sollte man sowas haben. Ich habe da hinten was, wo gekämpft wurde. Ich habe diesen Penner von König, der da eingekettet wurde und lebendig begraben wurde. Mhm, König Murkel. Genau, den habe ich da auch hingemacht. Wie gesagt, dieses Teil hier habe ich von diesem Schleginski, keine Ahnung. Ich glaube Thomas Schlewinski oder Schlelinski oder so. Ja, irgendwie so. Ah. Von dem habe ich mir das angeguckt, dann habe ich das gebaut. Und weil meine Mühle, also das wäre der Burner geworden hier, die Leute hätten sich scheckig gelacht und ja, wie gesagt, weil so hätte ich das ja nicht hingekriegt. Das ist ja so detailgetreu, wie der das gemacht hat. Ja, und das hat er auch sehr gut gemacht, muss ich mal dazu sagen. Ja, ja, ich finde auch, die Mühle ist echt ein Hingucker, ist echt was Tolles. Und das wäre nicht, also so wie ich das gebaut habe, das wäre nicht gegangen, das wäre Katastrophe geworden. Wie gesagt, das wäre der Lacher überhaupt gewesen, ja. Und ansonsten bin ich soweit damit durch. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch bauen könnte. Hier oben, das habe ich mir auch zu Herzen genommen, wo du hier das letzte Mal runtergeflogen bist. Ja, ja, da habe ich ein bisschen enger gemacht, damit man da nicht mehr... Achso, da die Wasserzufuhr. Ja, ich gesagt habe, einfach, ja, genau. Ja, muss man aufpassen. Ja, na klar, also besoffen darf man da oben nicht langlaufen. Man sollte schon mal nüchtern sein. Und ja, aber ansonsten habe ich... War ja auch nur ein Tipp gewesen, ne? Weil ja, ich habe mir das angeguckt und so. Und für mich persönlich war die Luke einfach viel zu groß. Ja, ja, na, für mich nicht, weißt du, da kannst du auch noch ein paar Penner runterschmeißen. Ja, das ist richtig, ja. Man hat dann so viele Möglichkeiten, wo man reagieren kann. Wenn der einer nicht so gechillt vorgeht, schmeißt man ihn einfach den Wasserfall runter. Genau, so. Und da musst du aber die Ränder hier vom Wasserbeet, die musst du dann so hoch bauen, dass er da ja nicht rauskommt. So, dass das Ding auch gleich seinen Zweck erfüllt. Und wie gesagt, hier ist die anderthalb Zimmerwohnung. Ja, fand die cute hier so mit dem halben Ding. Die andere Hälfte vom Haus, die hier mal stand, hat, wie gesagt, entweder der Mann oder die Frau mitgenommen. Und ich habe dann hier so einen Brunnen gebaut. So. Ja, ist ja auch was. Ja, und dann hier so die hängenden Häuser. Also ich finde, ich habe das gut gemacht. Dafür, dass ich das noch nie gemacht habe. Ja, das ist mal was anderes. Oh. Ja, also du kennst ja meine Videos und die Leute, die kennen vielleicht auch meine Videos. Ja, also ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja, weil die bauen alle so, wie sie eben bauen. Ja. Und ich muss dazu sagen, nicht, dass irgendwie der Verdacht aufkommt, dass ich jetzt nur so positiv rede, weil du ja jemand aus der Community bist. Das gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt viele Sachen, die würde ich nicht so machen. Also wo ich mir sage, nö, das muss ich bei mir nicht so haben. Ja, muss ich mal ganz offen und ehrlich sagen. Aber es ist trotzdem interessant, das mal bei anderen zu sehen. Ja, weil und ohne dass denn da ein Beefsteak jetzt aufkommt oder so, ja, dass du sagst, oh, der baut aber auch so und das ist aber scheiße bei dem oder sonst irgendwie was. Ich meine, eine freie Meinung sollte dahingehend ganz einfach auch mal geäußert werden. Und das ist halt meine Meinung dessen.
Ja, aber ich finde das sehr interessant mit diesem schwebenden Haus. Das ist auf jeden Fall mal ein Hingucker. Und dann mit den zwei, drei Wohnungen, die da unten noch mit hingemacht hast, ja, die auch noch da quasi mit dran hängen, würde ich persönlich würde ich das nicht so machen, sondern ich würde mich wie in Australien, ja, vielleicht hast du das schon mal gesehen, in Diese Australien, Höhlen, ja. genau, nee, dort gibt es ja richtig Häuser, die mit Brücken aneinander, also das sind wie so kleine Hütten, die an den Bäumen so rangebappt sind, ja, Nee, das habe ich und nicht die sind gesehen. mit Brücken miteinander so verbunden und das sind auch so eine Ferienhäuser und die haben gar keinen Kontakt, also die Dinger sind quasi an dem Baum dran, also sind am Baum befestigt, oh, speichert schon wieder, sind am Baum befestigt und wenn du runter willst, wieder auf die feste Erde, dann musst du so eine Strickleiter runterlaufen. Ja, also da ist nichts mit dem Fußboden irgendwie verbunden, dass irgendwelche Säulen nach oben gehen, was das Haus hält und so. Das ist zum Beispiel auch so was, wo ich vielleicht sagen würde, okay, ich könnte bei mir in der Welt, wenn ich da mal wieder weitermache, weil ich bin ja momentan, bin ich ja auch auf Suche nach vielleicht ein paar Inspirationen oder neue Ideen. Aber das wäre zum Beispiel so eine Idee, wo man so einen Wald macht und an die Bäume, ja, da würde ich dann sagen wir mal diese großen Mammutbäume, wie man bei mir vielleicht da gesehen hat, diese Riesenbäume, wo ich unten das abgehackt habe, meine Axt beim einmal Baum abschlagen, schon völlig am Arsch war. Naja, was, wie gesagt, Aber deine an diese Welt. Bäume, ja, aber an diese Bäume, da könnte man so ein Haus, so könnte man da so ranbappen. Würde ich auf jeden Fall so, ja. Also auf jeden Fall ist meine Inspiration, dadurch, dass es da unten dran ist, ist meine Inspiration schon mal geweckt, wo ich drüber nachdenke, okay, könnte man auf jeden Fall so machen. Ja. Aber Fakt war jetzt ganz einfach gewesen, also nicht, dass jemand denkt, dass ich jetzt hier nichts, dass ich das jetzt nur mache, weil Schwanz jetzt jemand aus der Community ist, sondern ich mache das ganz einfach, weil ich das sehr ehrenvoll finde. Ich finde das echt sehr lieb und auch sehr nett, dass Trunks Minecraft spielt und mich da in dem Spiel mit einbaut. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, viele Sachen daran gefallen mir. Ja, vor allem die Mühle ist der absolute Hingucker. Und das andere, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde es dahingehend anders bauen. Ja, aber ich bin von meinem Denken her bin ich ja auch ein bisschen anders wie du. Und dahingehend kann ich nichts Negatives sagen. Also die Welt ist auf jeden Fall geil. Muss man dazu sagen, die Welt ist auf jeden Fall richtig geil. Ja, aber das wird wahrscheinlich auch welche geben, die sagen, was ist das für ein Rotz? Ja, ist ja ihre freie Meinung, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ihre freie Meinung und jeder kann ja seine Meinung dazu äußern. Aber ich sage, die Welt ist gut. Ja, Ja. also kriegt den Rappelzappelstempel. Ja, na, weil das ist alles hier so ein bisschen anders, verstehst du? Weil viele bauen ja auch die Straßen dann aus mit richtigen Steinen und dass du da Wege hast, so, wa? Ja, also bauen das Ganze quasi so im Altertümlichen, ja, und machen da aber eine Fahrbahn hin. Ja, das Weißt du, ist mit diesen also weißen Mittelstreifen, Streifen, genau, mit ja. diesen Auch Mittelstreifen und so so. bescheuert, Finde ich aber auch ist ja auch total deren. geil. Das ist Ja. absolut geil. Das ist, aber man kann das Ganze auch auslegen, richtig krasser Kontrast. Ja, Ne? Das ist dann der klar. richtig krasse Kontrast. Ja, aber wie Kontrast. gesagt, also ich mag das nicht, weil man, das hat ja früher schon gezeigt, wo ich noch klein war. Wir hatten ja dieses Kopfsteinpflaster hatte man ja damals viel, ja, auf den Straßen. Und wenn das geregnet hat, ist das Wasser abgesickert. Heute betoniert man alle zu, du hast riesen Pfützen, kommst da nicht mehr durch. Das Wasser kann ja nicht abfließen, weil die Menschheit einfach dumm ist. Weil die Autos natürlich über Kopfsteinpflaster kannst du auch nicht rasen. Geht nicht mit dem Auto. Ja? Da musst du langsam fahren, eine gewisse Geschwindigkeit einhalten. Das würden dann die Menschen wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit Ja, beim einhalten. Kopfsteinpflaster konnte man den Bremsweg auch ganz schlecht bestimmen. Ja, und vor allen Dingen, es ruckelt ja. Umso schneller du fährst und umso mehr ruckelt das ja, das Auto und die Stoßdämpfer und alles sind ja viel schneller abgenutzt, wenn du darüber rast wie so ein Idiot. So, und dadurch hätten sie schon mal die Menschen eher dazu gebracht, langsamer zu fahren, weil sie ja an ihrem Auto hängen. Ja? An anderen Menschen hängen sie nicht, die überfahren sie und weiß ich was, das ist dem scheißegal. Und wenn da 30 steht, dann müssen sie 100 fahren und ach, das Schild habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, also das ist eben die Beklopptheit der Menschen. Und letztendlich, ich hätte das Kopfsteinpflaster lassen, weil das effektiver ist. Das Wasser fließt viel schneller ab. Du hast nicht diese riesen Pfützen. Ja? Und vom Autofahren her, es geht nicht so schnell zu fahren. Außer du machst dir ja dann dein Auto damit kaputt. Ja? Also man hätte zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber ja, Menschen eben, wie gesagt. Und letztendlich auch das ganze Thema, da war ja auch gewesen hier mit Flüsse und
Flüsse müssen begradigt werden. Ja, genau, damit es schöner aussieht und ja, so. Ja, die müssen wir, dann haben sie gemerkt, was das Ding für ein Speed drauf hat. Und dann, jetzt müssen wir den doch wieder in das Urbett zurücklegen, weil der hat dann zu viel Speed drauf. Ja, ja, ja. Also, es ja. ist, ja. nee. Also wir lassen das, weil ja, ich gucke ja auch so eine Berichte. Ja, ja, ich gucke ja auch so eine Berichte. Ja, ja. Und das einfach, wo die Blödheit ja, ja. Ganz einfach mal aufgezählt wird, was ja, dass der Mensch im Grunde genommen eigentlich die ganze Natur kaputt gemacht hat. Ja. Wiederum sich aber dann irgendwelche bezahlten Wissenschaftler daran setzen und dann ja, ja. ihr Statement dazu geben. Nein, es ist, ist vollkommen richtig. Ja, wie vor 60 Jahren, da hatten wir auch schon so einen milden Winter. Ja, ja, das war so heiß im Winter gewesen, wir mussten alle in Socken rumlaufen. Das ist der größte Quatsch, genau. den ich je gehört habe. Ja. Ja. Und Sandalen. Und die Menschen sollten sich das mal überlegen. Alles, was ein Mensch geschrieben hat, in welcher Form auch immer, ob es im Buch ist oder ob es im Internet ist oder sonst wo, Menschen sind manipulierbar. Und das gilt für jedes Buch. Und wenn ich ein Buch schreibe und meine Interessen in diesem Buch vertreten möchte, werden die Worte darin immer so gewählt sein, dass ich andere damit manipuliere, damit der andere ja keine Meinung mehr aufbauen kann. Ja? So. Und liest das Buch einer, der davon begeistert ist, lesen das irgendwann mehrere. Und das ist einfach, Menschen verlassen sich nicht mehr auf ihr eigenes Gefühl und auf ihre eigenen Gedanken. Das, was sie sehen, setzen sie nicht mehr um, weil sie irgendwo was hören oder irgendwo was lesen, was ja nicht der Wahrheit entspricht. Weil in vielen Büchern, die bis heute geschrieben wurden, steht die Wahrheit nicht mehr drin. Es ist erlogen und erstunken, weil man nicht will, dass der, ja, sagen wir mal, normale Mensch, der zum Volk gehört, nicht zu dieser Elite, ich weiß ja nicht, worin die Elite besteht, weil wenn ich mir das angucke, ist das alles nur Grütze, was die da rausbringen, ja, aber dass der normale Mensch dumm gehalten wird und nicht mehr auf die Dinge dahinter guckt und nicht mehr darauf kommt. So, und so werden die Kinder, wenn ich mir das angeguckt habe, was meine Kinder in der Schule gelernt haben, was meine Enkelkinder dahingehend in der Schule, ja, was ich da so mitbekomme, ist, wenn ich zu Hause nicht noch extra Unterricht geben würde, würden die genauso verblöden wie all die anderen, so, die dort zur Schule gehen. Und das ist traurig, so was, dass eine Regierung möchte, dass ein Volk vollkommen verblödet. Ja, muss ich denke mal, wenn das Volk schlauer ist wie die Regierung, könnte das Volk dahinter kommen, so was bräuchte eigentlich die Regierung. Ja, und das muss verhindert werden. Ja, weil früher hatte man hatte einen Regierenden im Land, ja, einen einzigen, der vielleicht noch Berater hatte, wo, oder jemand war eben für die Kriegsführung noch zuständig, ein Minister für die Kriegsführung und für die Finanzen und so. Heute sitzen da 700 Leute in irgendeinem Haus. Die und von nichts eine Ahnung haben. Die von ja nichts eine Ahnung haben, die immer blöder werden. Ja, die gerne möchten, dass man Kinder heiraten kann. Ich weiß nicht, was das soll. Was soll ich? Naja, aber das ist ja ein anderes Thema. Ich meine, das ist richtig. Ist ja, ja, aber die ja. eben solche Sachen überhaupt zum Anlass bringen, das ist so ein dummes Gequatsche und weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Menschheit jedenfalls auf dem Weg ist, sich zu diesem Neandertaler, also das haben sie schon überschritten, der Neandertaler war ja auch schon schlauer, ja, das haben sie schon überschritten, die Grenzen und irgendwo in der Dummheit gelandet sind, dass sie vollkommen verblendet sind. Und die paar, die da noch das Wissen besitzen. Ja, muss ich sagen, also der Neandertaler war schlauer gewesen, weil ja. der Neandertaler hätte sich niemals den Wolf ins Dorf geholt. So sieht's aus. Ja. So, und das ist, oder in die Höhle. Ja, ja. Du holst ja nur den Wolf ins Dorf, wenn du irgendwas verfolgst. So, ansonsten machst du das ja nicht. So, du als derjenige musst ja einen Plan verfolgen, warum du das tust. So, und naja, wahrscheinlich aus dem Grund, du lockst den Wolf an, quasi. Ja, du hast dich dahingehend abgesichert. Ja, und und du verfolgst den Plan, der Wolf soll jetzt den Rest deiner nichtgläubigen Leute, sagen wir mal so, ja, du hast jetzt, also du bist jetzt quasi so der Oberklopper von den Neandertalern, ja, und dann gibt's welche, die sagen, das finde ich nicht gut, was du dort machst, also stehen sie ja gegen dich als Anführer sozusagen, ja, und du verfolgst dann den Plan, okay, die Leute, die mir nicht folgen wollen, die sollen vom Wolf gefressen werden. Ja, so in etwa. So nach dem Motto, ja, ja. So. Und dem Volk erzählst du dann einfach, das ist notwendig,
weil sich die Leute... Ja, der Wolf ist doch so lieb. Naja, das ist alles so lieb. Der ist so lieb. Und ach, das wir ist müssen alles, doch... Ich will da ja nicht drauf eingehen weiter, weil ja, das einfach, ist dann hier, das wenn ist du in diese Thema, Materie ja. einsteigst, verblödest du nur selber im Kopf. Aber vielleicht können wir ja mal zusammen so einen Sonntagsshit machen oder so, dann kann man ja mal über solche Themen da sprechen. Ja, das wird dann gleich gesperrt, weil wie gesagt... Ja, das natürlich, das wird dann gleich zensiert und gesperrt und so. Und wir kommen dann noch in den Knast, ne? Ja, weil die, die da dran sitzen und diese sperren... ja, ich weiß nicht, wo sie die her haben, aber wie gesagt, das hat, die Geschichte hat ergeben. Das lässt du sowas zu, beteiligst dich noch daran, dann wirst du irgendwann auch aufgefressen, weil du letztendlich durch das, was du da tust, zu viel weißt. Oh. Und das zeigt die Geschichte immer, dass auch dort jetzt, was da in Amerika passiert ist, dieses Massaker da mit der Schießerei, die Zeugen, die dort gewesen sind und das hätten bezeugen können. Die sind jetzt alle tot. Die sind jetzt alle tot. Ja. So. Und deshalb werden die, die dort alle wegstreichen, mal Befehle bekommen haben, die werden dann auch irgendwann nicht mehr existieren, wenn sie zu viel wussten. Das ist einfach so. Aber die Menschheit sind so blöde, die machen das. Ja, siehst ja wie er. Der lacht auch immer so blöde. Ja. Also das ist ja, der ist von Dummheit geprägt bis zum Jed nicht mehr. Ja. Ja, das Baumwolle ist an Schafen, das ist unglaublich, wie dumm Menschen doch sein können. Ja, dass jemand nicht mal Baumwolle, ich weiß ja nicht, warum es früher die Sklaven gab auf den Baumwollfeldern. Da sind denn Schafe gewachsen oder wie, keine Ahnung. Also so viel Dummheit auf einen Haufen, weiß ich nicht. Ja, Schafe sind auf dem Feld gewachsen, das ist ja. Richtig. Die sind auf dem Feld gewachsen. Und die haben dann das abgepflückt und ja, so. Ja, die mussten das dann ernten. Und Tausende von Schafe mussten dann sterben, das ist vollkommen richtig. Ja, ja. Das ist, und da musstest du die auch immer schön gießen, die neuen, damit das ist unglaublich. Ja, genauso wie Butter. Aber in irgendeinem Land, genau, da wollte ich gerade hin, aber in irgendeinem Land, ich weiß noch nicht mal in welchem Land, da muss ich mal nachrecherchieren, aber in irgendeinem Land soll ja Butter von Pflanzen kommen. Ja. Das in irgendeinem Land. Also ich habe das noch nicht gefunden. Vielleicht ist ich noch nicht. Na, vielleicht gibt es diesen Staat noch überhaupt gar nicht. Ja? Es gibt so viele, die verkaufen Pflanzenbutter. Pflanzenbutter. Ja? Also das ist Margarine, wo Butter hin. Um die Menschen zu suggerieren, das ist gesunde Butter. Die kannst du kaufen. Ja, Öko-Butter, genau. Ja, ja. Hm. Es ist nichts weiter wie Margarine. Ob du da jetzt Butter aufschreibst, Superbutter oder es ist Margarine, weil es aus Pflanzen, Butter, reine Butter, kannst du nur aus Milch herstellen. Anders geht es nicht. Was auf dieser Verpackung draufsteht, Pflanzenbutter, ist aus Pflanzen hergestellt, ist richtig, aber das ist nicht weiter wie Margarine, wo es den Leuten erzählt wird, das ist jetzt Butter aus Pflanzen, die ist gesünder. Das ist alles totaler Quatsch. Und wer keine Ahnung davon hat, der soll einfach nur die Fresse halten. So, der soll sich nicht hinstellen, dass auf meiner Verpackung steht das drauf. Ja, wenn man nicht weiter denken kann, wie auf dieser Verpackung, was da drauf steht, dann sollte man den Mund halten. Wie gesagt, Butter wird aus Milch hergestellt und aus nichts anderem. Und Baumwolle wächst auf Feldern und von Schafen bekommt man richtige Wolle. So, Schafswolle. Ja. Und wer das nicht weiß, soll einfach die Fresse halten. Ja, das ist, und, ach, das ist, nee, lassen wir das da. Gut, also, bringen wir das jetzt hier zum Ende. Ich habe das hier schön gebaut. Mir gefällt das. Ich hoffe, andere gefällt das auch. Weil, ja, ich habe das eben anders gebaut. Wie gesagt, wenn man bei Rappelzappel rufiert, der baut das anders. Wenn man bei Gronkh rufiert, der baut das nochmal ganz anders. Ja. Wo man auch hinkickt, jeder baut das so. Und das sind nun mal Jungs. Ich bin kein Junge. Ich bin eine 59-jährige Frau. Ja, ich bin Mutter und Großmutter. Und ich habe mich mal hingesetzt, habe das hier mal gemacht. Habe auch, wie gesagt, den Kreativ dann später eingestellt, nachdem mir das hier mal mein Enkel gesagt hat, dass sowas überhaupt geht. Weil ich von solchen Idioten da eine Schalte, die mir ständig meine Sachen in die Luft sprengen. So. Und dann sind die noch tot und ich kann sie nicht mal selber kalt machen. Ja, dann kann man sie noch nicht mal knechten. Das ist richtig. So, und deswegen finde ich das so gut, weil, wie gesagt, diesen hellen Stein, der sehr schön ist, der mir selber sehr gut gefällt, das hätte ich keine Wüste dafür mehr gehabt. Das wäre weg gewesen. Wie nicht Holz kann man ja nachpflanzen. Aber ich finde ja diesen, was ist denn das? Ziegelstein, war? Ich glaube, das ist Sandstein. Genau, Sandstein nennt sich das Ganze. Mal, ich kann hier mal. Ich glaube, Sandstein. Warte, also, ich finde den auch sehr schön. Mal auf, hier, guck mal, da oben siehst du das. Also, du brauchst diesen Sand, um das herzustellen. Dann ist das Sandstein. Der Sandstein. Genau. Dann hast du glatter Sandstein und dann hast du gemeißelter Sandstein. Genau. Also, im Grunde genommen ist das der Sandstein, aber ich finde zum Beispiel den Sandstein finde ich auch sehr schön. Der hat erstens eine sehr coole Farbe, ja, also sehr schön.
Und ich persönlich mag ja die Kombination zwischen dem hellen und dem roten Sandstein. Ja, genauso wie du das bei dir da auf der Treppe hast, ja, wo wir da gerade waren, finde ich sehr gut. Also ich finde das sehr gut. Da kann man wirklich was richtig Geiles draus machen. Und da bin ich sogar für mich persönlich, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, um bei mir in der Wüste oder irgendwas zu bauen. Aber ich würde schon gerne mal so einen Wüstentempel machen. Also so einen eigenen Wüstentempel. Ja, das hat mir auch schon überlegt. Aber in meiner Wüste leben ja diese Penner da, die wir da ausgemerzt haben. Und dem sich der König da angeschlossen hat. Und das heißt, weiß ich nicht. Ich habe jetzt erstmal diese Welt so weit hier gebaut. Ich finde das ja schön, wenn jemand, weißt du, so einen großen Wüstentempel richtig so, vielleicht noch ein paar Lamas da damit hinstellen, die andere bespucken, damit sie Wasser haben, weißt du. Ah, cool, so. Ja. Und auch ein paar Esel, ein paar Kamele vielleicht noch. Ja, das lasse ich jetzt lieber, was ich dazu. Ja, aber das könnte man da auch noch mit hinbauen und so. Wie gesagt, so eine große Wüstenstadt wäre auch eine schöne Sache. Aber erstens, ich habe ja die Zeit nicht so und ich habe auch nicht jetzt im Moment keine Einfälle mehr. Ich habe das hier hingebaut. Weil ach, die Einfälle kommen. Die ja, Einfälle kommen. Irgendwann, ja, vielleicht. Ja, weil die Welt ist ja abgespeichert und Jude, bei dir ist ja, das ist ja auf der Konsole drauf. Ich spiele das Ganze ja über einen Server, den ich monatlich immer dann wieder auffrischen muss. Ja, und da muss ich halt immer aufpassen, weil ich möchte die, weil ich habe da jetzt schon so schön bei mir angefangen und ich möchte nicht, dass ich wie hier von vorne dann machen muss. Deswegen, ist die Welt bei mir dann so abgespeicherter. Und, hier, guck mal, habe ich was dünneres hingemacht. Ah ja, stimmt, ja, hier unser Kakadu. Ich habe jetzt zwei da drin, weil der eine war weg gewesen, der ist der nicht mehr mit gespawnt. Der nur nachquatscht, was man ihnen sagt. Ja, also der eine war dann nicht mehr gespawnt, das Ding war auf einmal leer hier drinne. Und jetzt habe ich da zwei neue reingemacht. So, und habe hier aber so ein dünnes Ding hingemacht, weil das besser aussieht. Hast du recht, hätte mir beim ersten Mal schon einfallen können. So. Ach, der dicke Stamm, der war ja auch nicht verkehrt, weißt du? Weil Vögel, die haben ja ihre Krallen, die hängen sich dann da dran und denen ist das eigentlich ja. Ja, das sieht irgendwie schöner dünn, aus. Ja, das sieht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und wenn ich den jetzt füttern würde, ja, mit Körner, dann fliegt der mir hinterher. Dann wird der zahm und überall, wo ich bin, ist er auch, kommt hinterher. Ist wie mit den Katzen und mit dem Hund. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, da ist das, wie gesagt. Ja, weil eine Katze habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt, weil Katzen sind ja eigentlich Ozelots. Oder Ozelots. Genau, die habe ich dann abgerichtet hinten, wo ich den Stall habe. Ich habe bei mir, da habe ich das noch nicht geschafft, weil Ozelots sind nämlich sehr scheu. Aber du kannst sie hinterm Ofen vorlocken, indem du einfach Fisch dabei hast. Ja, da musst du aber viel Fisch dabei haben. Ja. Also das ist, da musst du sehr viel Fisch dabei haben. Und dann kannst du sie zähmen und dann kommen sie mit dir mit, ja. Ja, nein, ich habe ja dadurch, dass ich im Kreativ bin, habe ich das natürlich so gemacht, dass ich die, aus der erste so Eier drin, weißt du? Wo du das alles denn dir holen kannst. Und bin hinten, wo meine Tiere sind da, wa? Ja. Schweine und das alles, das ist ja abgesperrtes Gebiet, weil die Wölfe sind immer rüber und haben ja meine Schafe aufgefressen. Also das Spiel ist Katastrophe gewesen. So. Und aber ist normal, also, ne? Ja, bloß dann habe ich das doppelt hochgebaut, weil Justin gesagt hat, du pass mal auf, Oma, du musst das doppelt hochbauen, dann kommen diese Wölfe da nicht mehr rein, weil die können, die springen da rüber. So. Also ich musste auch einen Haufen noch dazulernen, damit ich das hier so hinkriege. Dann habe ich hier das Ozelotek hier freigelassen. Da kann es nirgends wohin und bin immer hinterher und habe das gefüttert, solange bis es zahm war. So und davon. Ah, okay. Und dann bin ich hier raus und habe zum Beispiel hier hinten, das hast du auch letztes Mal, wo du oben bei dem Schneemann warst, war? Da bist du ja hochgegangen hier zu dem Schneemann. Und da hast du doch gesagt, du hörst da eine Katze. Ob ich da eine Katze eingesperrt hätte, war? Mhm. So, und das habe ich natürlich nicht, weil hier ist eine Katze. So. Ach, die war draußen? Ja, und die Katze ist die einzige, die hell ist. Die anderen sind alle dunkel. Miau. Ja, siehst du? Das ist die einzige Katze, die hell ist. Ja, mit schönen blauen Augen. Ja, und die sitzt hier drinnen. Ich hätte jetzt meine Augen gesagt. Ja, ja. Oh, Mann, die ist ja blond und hat blaue Augen. Mein Gott, das muss ja eine Piep-Katze sein. Ja, so. Jedenfalls, ja. Weil ich habe denn hier so ein paar Kühe und so halt weggeschlachtet. Ja, habe ich weggeschlachtet. Ja. Und dieses Haus hier, das weiß ich auch nicht. Also das war ja mit das Erste, was ich hier auch mit gebaut habe, weil ich wollte das auf Stelzen und jetzt fliegt der Teppich da drin. Also irgendwie ist das schon so ein Zauberhaus. Ich muss nur noch sehen, wie ich oben das Dach ein bisschen verändere, weil, oder ich muss oben die Luke breiter machen, weil du kommst ja nicht nach oben. Bist ja letztens auch eingeblieben. Ja, ja. Ja. Also es ist gut, wenn du das weißt, da schnell nach oben flüchten kannst, ein anderer weiß das nicht und haut sich da voll den Schädel ein. Ja. So, das finde ich schon mal geil. Gut,
Ja, dann haben wir das soweit. Ich habe das alles gezeigt da unten mit dem Keller da unten, also in dem Berg da unten drinne. Ja, wie das da so schön ist. Ich finde das gut, ich habe das gut gebaut. Ja, das ist unterschiedlich, das ist nicht so einheitlich. Die Häuser sehen alle anders aus. Ich habe keine gleichen Häuser, auch nicht von der Einrichtung her. Finde ich gut. So, das war's denn. Habe ich mein Spiel mal hier so gezeigt? Ja, so. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du dafür extra mal vorbeigekommen bist für den zweiten Teil, weil ich habe ja viele Sachen vergessen, auch da mal irgendwie zu zeigen. Ja. Und deswegen habe ich auch, als ich das Video fertig hatte, habe ich dir ja dann auch per E-Mail geschrieben, dass ich das jetzt hier und so, ja. Und dann hast du, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat sie mich extra noch gefragt, ob ich das gezeigt habe und das gezeigt habe. Und viele Sachen, die sie mir aufgezeigt hat, gesagt, nö, das habe ich gar nicht gefunden und so. Ja, wie das hier. Und da war das Video nämlich gerade schon am Hochladen und da habe ich in letzter Minute, habe ich nämlich dann noch hingeschrieben, Folge 1 von 2. Ja, weil ich wusste, da kommt nämlich noch irgendwas. Ja, ja, weil ich habe hier noch so einen, den hast du auch nicht gesehen, hier so einen Untergang, weißt du so. Das hatte man früher oft, dass man... Und da so ein... So also was wie ein Rosengarten, ja? Ja, also ja, hatte man ja so auch diese Büsche und so, ja? So, da kann man hier so durchgehen, wenn es regnet oder so, weißt du, dann kommt man hier hinten natürlich wieder raus, wo dieses Ganze hier mit der Stadt ist. Aber wie gesagt, ich habe das ja dahin gebaut, weil ich das so schön fand und das früher gab es ja sowas öfter mal, dass man sowas aus Büschen so hochgezogen hat und hat dann, da konnte man unterlang gehen. Mhm. So. Ja, heute macht man sich die Mühe nicht mehr. Nö, heute reicht einfach ein Baum in der Landschaft und dann... Setzt ein paar Drogendealer hin. Und dann ist das Natur. Genau, dann setzt du da ein paar Drogendealer hin und dann hast du Natur. Oh, hat sie nicht gesagt, war? Hat ja, sie nicht gesagt. Habe ich gesagt, ja, ganz einfach. Ja. Das ist alles eine verkommene Welt. Ja, aber zum Glück kann man sich ja in Minecraft die Welt ein bisschen schöner gestalten. So ist es, das ist hier alles. Ja, einfach mal die Vorhänge zuziehen und dann in die Welt von Minecraft abtauchen. Ja. Ja, und da hat man dann seine Ruhe. So. Ja, gut, dann haben wir das. Haben wir durch. Ja, haben wir durch. Ja, dann auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du dafür extra jetzt nochmal vorbeigekommen bist. Bitte, bitte. Um, dass wir das hier mal gemeinsam durchgehen können, weil das ist ja wirklich besser. Weil wenn ich nämlich wie im ersten Teil einfach nur so eine Rohdatei habe, ich weiß ja nicht, wie die Story, ja, also wie die Story dahinter ist und die kann ja zu dem Haus nichts sagen. Also ich kann dir in meiner Welt, wenn ich da mal so ein Let's Show mache, dann kann ich dir sagen, aus welchem Grund ich das gebaut habe und was das für einen Sinn hat, ne? Und ja, und für jemand anders das kommentieren, das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also ich kann ja dann nur das sagen, was ich dort sehe und wie mir gerade so die Gedanken kommen. Und deswegen ist es auf jeden Fall besser, dass wir für den zweiten Teil, ja, dann konntest du mal so ein bisschen erzählen, warum und weswegen und was der Grund dessen war. Ja, und dann kommen da auch keine weiteren Fragen auf. Ja, sag doch. Ich finde das auf jeden Fall klasse. Das wird jetzt dahingehend so ein bisschen... Ja, wir sind ja jetzt auch schon bei fast 2 Stunden. Da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, dass er nicht allzu lange ist. Sollte euch das Video gefallen, ja, hinterlasst ruhig mal ein Däumchen oder einen Kommentar da. Sollte euch das nicht gefallen, ist es euch natürlich freigestellt, auch ein Däumchen da zu lassen oder einen Kommentar da. Ja, weil das ist ja eure Meinung und eure Meinung ist ja dahingehend doch wichtig. Und dahingehend, ja, sag ich mal ganz einfach, Rinjeboxt und Rinjehauen und die nächste Folge schauen. Wann sie kommt, weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein Stream. Schauen wir einfach mal, wie uns so die Zeit hier gesegnet ist, ja, kann man ja so mal sagen. Oder ich weiß nicht, kann man segnen noch sagen, oder? Das ist noch erlaubt, also ist noch nicht erlaubt. Okay, alles klar. Ich dachte, dass man sagen muss, Gedankengut mit religiösem Hintergrund. Ja. Und so, weiß man ja nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich auch nicht. Ja. Freunde, dann bedanke ich mich auf jeden Fall und wir sehen uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Ja, Trunksy, dann würde ich sagen... Tschüssi alle miteinander und wenn ihr euch das ansieht, gebt eine ehrliche Meinung ab. Darüber freue ich mich, wenn ihr das machen würdet. Einfach nur ehrlich sein. Ja? Na. So. Und mir hat Spaß gemacht, dass ich hier mal war und dass ich hier mal, war gut gewesen. Hat mich gefreut. Alles klar, Freunde. Dann bis derweil. Zers, ihr Geilen.